Ein Hallo an alle. Es gibt heute das Augustmuster. Dafür schalte ich die Konsole an und werde ihm sagen, da können wir hier übrigens zweimal draufdrücken, wenn wir zum Programm wollen. In diesem Falle ist Startposition, also einmal zum Programm. Wir wollen es löschen, was da drin ist, und Anschlag Nummer 3 nehmen im Augustmuster. Und dann stellen wir es weiter ein. Jetzt werden wir gefragt, welches Muster wir nehmen. Ich sehe gerade, das blinkt hier jetzt gewaltig. Ob das also alles ist? Ich sage nein, weil ich möchte jetzt Muster A. Und dann nehme ich die Technik 168. Test wollen wir natürlich nein. Ob das jetzt alles ist? Ja. Form wollen wir nein. Wie immer mache ich meinen Anschlag, 20 Maschen, also meinen Test, 20 Maschen, und wir kommen zur Startposition und ich mache jetzt den Anschlag. Startposition, Schloss steht bei der Startposition. Den Anschlag möchte ich jetzt machen und SX, GX, eine Reihe 0. SX, Maschenzähler auf 0, Maschenweite auf 2, das sagt er zwar noch nicht, mache ich schon. Und hinten ist es noch auf GX. Ich stricke jetzt die eine Reihe 0. Ich habe also jetzt hinten vorne die Nadeln und die Stöße in Arbeit. Ich stricke eine Reihe 0. Kurbel unten ist sie. Nadel und Stößer in Arbeit stetige ich und eine Reihe 0. Hinten die Nadel in Arbeit bestätige ich, Farbe 1, Maschengröße, Abstreifer orange und eine Kurbelumdrehung nach rechts. Nach links, Entschuldigung. Und LX stelle ich ein, hinten N. Schauen wir uns das Schloss an. Ich habe zum Anfang die Maschenweite auf 3.1, sowohl vorne wie hinten. Ich habe jetzt hier vorne schon auf LX gestellt. Ich habe die orangen Abstreifer drin. Ich habe den Reihenzähler auf 0 gestellt. Und hinten steht auf N und jetzt kann ich losstricken. Das Ganze ist jetzt der Anschlag 3, den ich mit Kontrastgarn stricke. Das war die erste Reihe. Ich werde jetzt einen Kamm einhängen. Der Kamm hängt. Ich habe jetzt die orangen Abstreifer natürlich rausgenommen. Und jetzt steht an der Konsole eine Kurbelumdrehung nach rechts. Das bestätige ich mal. Ich mache nun eine Kurbelumdrehung nach rechts. Habt ihr eben am Schloss gesehen, dass sich das bewegt hat? Und hier bestätige ich das. Und nun stricke ich eine Reihe nach rechts. Das war die erste Reihe und nun ist schon der Anschlag zu Ende. Ich werde aber noch mal zwei rein stricken, allerdings die Maschenweite erhöhen. Und nun wechsle ich die Farbe und beginne mit dem Muster. Jetzt beginne ich mit dem Muster. Muster A will ich natürlich machen, bestätige ich. Ich stelle ein SX, bestätige, hinten wieder GX, bestätige und eine Reihe 0. SX, hinten GX. Ich habe noch nicht die Abstreifer drin, weil ich ja jetzt erst 4 Reihen Anschlag gemacht habe. Ich werde also noch 2 Reihen ohne stricken
Und dann kommt der rein. Ich habe die Farbe gewechselt. Ich habe jetzt meine Hauptfarbe, womit ich stricken will. Und los geht's. Ich bin noch bei einer Reihe 0. Kurbel unten zeigt er mir an. Stößer unten, die sind übrigens schon eingeteilt, wie ihr sehen könnt. Wir haben also hier immer 1, 3, 1 im Wechsel. Bestätige ich und eine Reihe 0. Bestätige ich, Farbe, Kontrolle, Abstreifer Orange kommt gleich rein. Und jetzt kommt auf KX. Jetzt muss ich allerdings die Maschen noch umhängen. KX. Und bestätige. Hinten N. So, das ist die Nadeleinteilung für das Muster jetzt. Ihr seht also immer 3 und 1 außer Arbeit. Und die Vorreihe habe ich ja eben gemacht. Das Schloss steht jetzt auf KX. Ich habe Maschenweite 6 vorne und hinten. Hinten steht das Schloss auf N. Jetzt kommen die orangen Abstreifer rein. Ich mache den Reihenzähler auf 0. Orange Abstreifer sind drin, Reihenzähler auf 0 und ich kann losstricken. Ich habe jetzt die Maschen wieder zurückgestellt wie beim Anschlag und stricke jetzt mit Kontrastgarn wie am Anfang. Das ist jetzt nur so schwer, weil die Kamera im Weg ist. Ich da drum herum stricken. Strickt aber das Muster natürlich noch hier unten, das habe ich vergessen, aber jetzt war es ja nur noch zum Abwerfen.